Ein perfektes Foto will Tierfotograf Harry Fröner auch heute machen. In Wendelstein in Mittelfranken trifft er gleich zum ersten Mal auf seine tierischen Fotomodelle. Ein Erwachsener und ein ganz junger Schäferhund. Ich schätze, dass der jüngere Hund ein bisschen agiler ist, ein bisschen zappeliger. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob er aus dem Gröbsten schon raus ist, aus dem Welpenalter. Aber da ist halt nicht ganz so viel mit bleib genau da sitzen und oft muss man wirklich millimeterweise dirigieren. Hi. Stopp. Nein. Sarah und Florian Drexler haben Harry für das Shooting mit ihren Hunden gebucht. Ihr könnt erst mal ganz in Ruhe ankommen. Ganz schön aufregend für Aria, die mit 6 Monaten die Kleine ist, und Gandhi, der 4 Jahre alt ist. Gibt es ein besonderes Wunschfoto? Meine Schwester hat ja beim Harry auch schon mal ein Fotoshooting gemacht. Und von der Lana gab es so ein ganz schönes Bild, als sie auf die Kamera zugelaufen ist. Und es hat halt ausgeschaut, als wäre das ungeplant gewesen, so völlig natürlich. Harry sucht erstmal Kontakt. Und das scheint schon mal gut zu passen. Gandhi. Der Shootingort, den Harry sich vorher ausgesucht hat, liegt ein paar Meter weiter. Das Wunschfoto soll gleich als erstes gemacht werden. Sarah und Florian hätten am liebsten die Hunde gemeinsam auf dem Lauffoto. Beide zusammen ist ein sehr großes Glücksspiel, dass die genau auf einer Ebene sind. Wobei, das wird, sie beißt immer dann wahrscheinlich so seitlich rein. Das machen die Welpen immer ganz gern. Dann so. Wegen der Bewegung und Schärfe sind Lauffotos besonders anspruchsvoll. Und dann auch noch 2 Hunde nebeneinander. Für das perfekte Foto müssen sie genau auf einer Höhe sein. Okay. Gandhi, Aria, komm! Mach mal noch mal. Das war nicht nebeneinander, ne? Nee, das war genau hintereinander. Aria, Gandhi, komm du mal her. Komm! Schnell! Super! Komm her! Aria, Gandhi! Wieder hintereinander. Ob hallo? Das noch was wird? Hallo. Ja, hallo. Am Tag zuvor haben wir Harry schon zu einem anderen herausfordernden Termin begleitet. Diesmal ist seine Hündin Peachy mit dabei, die natürlich auch schon Harrys Motiv war, neben vielen anderen Tieren in den letzten 5 Jahren. Also mich reizt, dass du einfach Geduld brauchst und es schaffen musst, dich irgendwo nach dem Tier zu richten, einen Moment einfach einzufangen und trotzdem es zu schaffen, den künstlerisch darzustellen. In Betzenstein möchte Harry mit seinen Fotos einer Tierschutzorganisation helfen. Das macht er mehrmals im Jahr kostenfrei und es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Seine ersten Fotoerfahrungen hat Harry als Tierschutzaktivist gemacht. Hallo. Hallo. Das ist ja schön. So. Ja, hallo. Da sind wir ja überglücklich. Und wer ist das? So. Das ist die süße Lupenmilla. Ja, hi. Unser Sonnenschein. Für die Tierhilfe Franken, die von Carmen Bauer geleitet wird, sind gute Fotos besonders wichtig für die Vermittlung der Tiere, die bei ihnen abgegeben werden. Sie leben bei Pflegefamilien über ganz Franken verteilt und können erstmal nicht live ausgesucht werden, wie in einem Tierheim. Die Interessenten schauen als erstes auf unsere Homepage. Das heißt, die Fotos müssen so toll sein, die müssen so viel Ausstrahlung haben, so viel Emotion vermitteln, damit die Leute sagen, jawohl, das rufe ich an. Gehen wir noch eins runter. Harry wird heute die Hunde fotografieren, bei denen die Vermittlung besonders schwierig ist. Die gehörlose französische Bulldogge Sydney und Labrador Black Shadow wurden vor einer Woche zusammen hier abgegeben und werden auch nur im Doppelpack weitervermittelt. Okay, das war schon gar nicht übel. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Das ist auch schön. Ja, das Hintern an Hintern, ha?
Die zwei sind ein super Team. Und das muss jetzt auf den Fotos rüberkommen. Ja, super. Ja, super. Aber es könnte es gewesen sein. Es war schön. Wie gelingt ein gutes Tierfoto? Wie lässt sich der richtige Moment einfangen? Ein sehr guter Tipp ist, hier zu sein, also auf einer Augenhöhe mit dem Tier. Nicht von schräg oben fotografieren, ist zwar angenehm und einfach, aber immer auf die Augenhöhe gehen. Nicht sagen, ich will das Bild jetzt unbedingt haben, so wie es in meinem Kopf ist, sondern Geduld haben, ja, und sich Zeit nehmen. Überzeugt das Foto Carmen Bauer? Die Ausstrahlung, so wie sie nebeneinander sitzen, man spürt die Zugehörigkeit zueinander. Und es ist wichtig, dass das rüberkommt. Und es kommt rüber. Ist schön geworden, passt. Ja, mir gefallen sie sehr, sehr gut. Sieht schön. Ja, bin begeistert. Geht einer? Macht sie selber, Gassi? Die, sag's euch. Auch diese drei sind auf der Suche nach jemandem, der sie trotz ihrer Macken oder Vorgeschichten zu sich holt. Millennium, der trotz seiner Bandscheibenprobleme der zutraulichste ist. Da ist das Foto schnell gemacht. Moffi dagegen schaut immer so misstrauisch, wenn er eine Kamera sieht. Dabei kann er auch anders. Ja, schön, da haben wir doch das Lächeln. Super. An den scheuen Mosti muss Harry erst mal herankommen. Der junge Mischling hat schon viel Schlimmes erlebt und wartet bereits ein halbes Jahr auf ein neues Zuhause. Geschafft. Alle drei erwischt. Ja, toll. Das ist natürlich, ist toll. Aber halt auch, weil er offen, ja, der Hund, ja, offener aber ist. Aber ganz halt, toll, ne? Ganz toll. Achtung. Die Fotos von Harry kommen jetzt auf die Homepage der Tierhilfe. Zufrieden? Ist immer anstrengend, aber ich bin happy, ja. Ich glaube, das sind gute Fotos am Ende. Ja, hoffen wir mal, dass wir dazu was beitragen können, dass sie einen Platz finden. Ja, prima. Zurück zum Shooting mit Gandhi und der erst 6 Monate alten Arya. Harry möchte ein Foto machen, auf dem beide nebeneinander auf die Kamera zurennen. Ob es jetzt endlich klappt? Und kommt! Hopp, kommt ihr! Super! Ich habe noch nicht so viele Tierbilder gesehen, aber ich finde es schon schön, wie sie nebeneinander sind. Oh ja, das ist jetzt sehr schön. Ja, ich bin jetzt auch happy damit. Und so schaut das Foto dann bearbeitet aus. Na, das kriegen wir schon. Auf jeden Fall muss Arya irgendwie noch rum. Da rein, ne? Jetzt sollen auch Sarah und Florian mit auf ein Foto. Das bedeutet ruhig sitzen, und zwar lange. Zumindest für Hunde. Denn hier achtet Harry besonders auf die künstlerischen Details der Bilder. Ja, ich glaube, das ist... Im Moment noch gar noch nichts. Im Moment ist alles gut. Ich schaue jetzt einfach mal wegen den Bäumen, der Location und dem Licht. Vor allem, er riecht jetzt gerade irgendwas. Ja, Fotomodell zu sein ist nicht einfach. Ja, sie ist jetzt schon wieder ein bisschen entspannter. Also, es überrascht mich echt. Schau mal her, Gandhi. Und jetzt bitte freundlich schauen. Nach 1,5 Stunden sind die Fotos gemacht. Toll, also in Arya habe ich mich direkt verliebt. Sind beide toll und alle vier haben es gut gemacht. Also. Ich glaube, die Arya ist vom Wesen eher so wie der Harry Arwing, ruhiger und ausgeglichen als der Gandhi, der doch ein wenig rabiater ist. Wobei, wir hatten es ja, bevor wir hierher gekommen sind, eher anders erwartet, ja, ne? Dass er eher derjenige ist, aber sie
hat es sehr entspannt umgesetzt. Vielleicht der Beginn einer tierischen Fotomodellkarriere.